endlich habe ich auch meine Mickey Maus Statue bekommen. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal und zu einem Video über D23. Ich hatte dieses Video schon mal letztes Jahr gemacht, als ich mein erstes Jahr bei D23 mein Abo abgeschlossen habe für das erste Jahr. Und ich dachte, jetzt gibt es ja, es hat ja neues Jahr angefangen, dieses Jahr gibt es auch wieder eine ganz, ganz besondere, ein Member-Goodie, ich keine Ahnung, wie man das nennen soll. Und das möchte ich euch natürlich zeigen und nochmal darauf eingehen, okay, was ist denn D23, was kostet der Spaß und was ist eigentlich in dieser Jahresmitgliedschaft alles enthalten. D23 ist der Official Disney Fanclub. Ist eigentlich so ein Ding fast, also sehr, sehr viel, also sehr beliebt in Amerika, weil man dort halt auch das meiste rausholen kann aus diesem Disney Fanclub. Gibt es schon seit einigen Jahren. Ich sitze, wie gesagt, meine zweite Mitgliedschaft, die ich jetzt bezahlt habe. Letztes Jahr gab es Pins für verschiedene Disney-Parks. Gab es dann Pins. Wie gesagt, das Video könnt ihr euch gerne mal anschauen. Von letztem Jahr verlinke ich euch bei dem i. Und ja, wir wissen, dieses Jahr Disney ist 100 oder wird noch 100 Jahre alt. Und passend zu diesem Event gibt es auch eine tolle Mickey-Maus-Statue, wenn ihr eine Mitgliedschaft dort abschließt. Eine Mitgliedschaft bei D23 kostet $99,99, also sagen wir $100 im Jahr, plus Shipping und Handling und ich würde sagen einfach, also $100 plus dann halt Versand und etc. pp. Ich glaube, ich bin so am Ende bei 150 bis 160 Euro rausgekommen. Wie gesagt, inklusive Versand und der Jahresmitgliedschaft. Und was ist alles in dieser Mitgliedschaft enthalten? Also ihr seid erstmal ein Jahr Mickey Maus im offiziellen Disney Fan Club. Und dann bekommt ihr das natürlich auch zertifiziert. Also ihr bekommt eine kleine Urkunde. Die zeige ich euch jetzt mal. Und zwar sieht die so aus. Sie bekommt dann jedes Jahr eine neue. Und genau, und da steht D23, Welcome Simone W. To the Official Disney Fan Club ist jetzt die zweite. Und dieses Jahr ist sie extra in diesem schönen Disney 100 Motiv. Also das gibt es einmal. Und dazu gibt es natürlich die Karte. Membership-Karte, die so aussieht. Dieses Jahr konnte man tatsächlich zwischen 3 oder sogar 4 Designs auswählen. 4. Pixar, Marvel, Star Wars und Disney. Ich habe mich für Standard Disney entschieden und die ist jetzt noch gültig bis 12. März 2024, weil ich habe mein Abonnement letztes Jahr im März abgeschlossen. Das heißt, genau, jetzt mal auch meine zweite Karte, mein zweites Abo. Nimmer. Ja, was könnt ihr jetzt mit dieser Karte alles machen? In Europa leider nicht wirklich viel. In Amerika, in den Disney Parks, also in Walt Disney World und in Disneyland Anaheim, gibt es ganz, ganz viele Shops, bei denen, wenn ihr die Karte vorzeigt, es Rabatte gibt. Zum Beispiel Pandora. Das ist so der erste, der mir einfällt. Es gibt aber noch einige mehr und die Liste ändert sich natürlich. Also die Liste, wo welche Rabatte in welchem Shop und in welchen Parks es wo gibt, packe ich euch unten in die Infobox. So, also da könnt ihr euch gerne mal anschauen, wenn ihr jetzt zum Beispiel nach Anaheim oder nach Walt Disney World fliegt und ihr seid D23-Member, dann vergesst eure Karte nicht und schaut, wo ihr die Rabatte bekommt. Hier in Europa ist es leider noch nicht so der Fall, dass man wirklich Rabatte bekommt. Dieses Jahr, da war ich auch schon, gab es zum ersten Mal in Europa ein Event. In Amerika gibt es das auch sehr oft. Da gibt es diese D23-Events, auch in den Disney-Parks. Und es gibt D23-Merchandise, was ihr, also zum Beispiel Pins oder irgendwie anderes spezielles Merchandise, was man nur als D23-Member zum Beispiel online bestellen kann. Also da gibt es viele verschiedene Sachen und viele verschiedene Specials.
Die sind, also außer ihr habt eine amerikanische Lieferadresse, die könnt ihr ansonsten nicht wirklich nutzen hier in Europa, vor allem nicht in Deutschland. Aber nochmal zurück zu den Events. Dieses Jahr gab es das erste Mal D23-Events in Europa. Das heißt, ihr konntet euch dann für diese Events registrieren. Die sind aber nicht kostenfrei. Das heißt, die kosten nochmal extra. Das erste Event war in London, was mit Star Wars. Ich glaube, es war auch alles im April. Und das zweite Event, da war ja ich auch dabei, im Disneyland Paris zum Finale vom 30. Geburtstag gab es ein Event am 12. April. Das hatte dann, das war ein, kann ich auch gerne verlinken, bei dem i das Video, was da alles inkludiert war. Es sind, glaube ich, zwei Videos sogar, weil es zwei Tage waren. Es hatte um die 550 Euro gekostet, das Event, aber es war sehr, sehr viel inkludiert. Also ich fand das Preis-Leistungs-Verhältnis super für dieses Event, was geboten wurde. Und es war wirklich echt exklusiv. Also sowas bekommt man auch nicht als normaler Gast, wenn man... Also sowas kann man auch nicht als normaler Gast zum Beispiel buchen. Also es war auch sehr schnell ausverkauft, dieses Event. Ich glaube, 100 Tickets wurden verkauft. Ich hatte gefragt. Und es war innerhalb von einer Minute alles ausverkauft. Also es war sehr, sehr begehrt, vor allem bei den... Also es waren natürlich sehr, sehr viele Amerikaner da. Bei den Amerikanern sind diese Events sehr, sehr beliebt. Und das dritte Event, was dieses Jahr noch für D23-Member in Europa stattfand, war die Premiere von der Disney 100 Ausstellung in München. Das heißt, an dem Tag, wo auch Daniel bei der Premiere war, ich glaube, das war an dem Montag und Mittwoch hatte die Ausstellung, glaube ich, offiziell geöffnet. Und da konnte man dann morgens als D23-Member, als einer der Ersten halt reingehen. Und da gab es irgendwie auch noch irgendwas zu essen oder so. Keine Ahnung, was das auch gekostet hat. Da bin ich ja nicht hingegangen. Aber das waren so die ersten drei Events hier in Europa. Und ich hatte auch mit dem D23-Chef gesprochen während des Events im Disneyland und habe gesagt, ja, bitte bringt mehr solche Events nach Europa, weil, wie man sieht, sind sie sehr begehrt, vor allem im Disneyland Paris. Und ja, wir meinten, sie sind dran und versuchen auf jeden Fall ihr Bestes. Also hoffen wir mal, dass wir noch ein bisschen mehr Goodies auch vielleicht in den Shops oder so im Disneyland Paris mal als D23-Member ein bisschen Rabatte bekommen. Ja, also das war so zur Karte und zu den Events. Dann gab es dieses Jahr noch zu der ersten Zeitschrift. Ich weiß nicht, ob das dann dieses Jahr nochmal, wenn ihr euch jetzt, sagen wir mal, neu anmeldet, ob das der Fall ist, ob ihr den Magneten dann nochmal dazu bekommt. Den gab es, wie gesagt, in der ersten Zeitschrift dazu. Ein riesengroßer D23-Magnet mit dieser silbernen Mickey in diesem Disney 100-Look. Sieht echt richtig schön aus. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt exklusiv zu der ersten Zeitschrift war oder halt generell, wenn man halt jetzt ein neues Abo abschließt, dass es immer mal dann bei der ersten Zeitschrift mit dabei ist. Aber wenn ihr das wisst, könnt ihr mir gerne unten die Kommentare schreiben. Dann, apropos Zeitschrift, es gibt viermal im Jahr die 23-Zeitschrift. Das ist noch die aus Frühjahr. Ich habe schon eine Versandbestätigung bekommen, dass meine Sommerausgabe auch schon auf dem Weg ist. Dauert natürlich ein bisschen, bis es in Deutschland ist. Ich lasse es immer alles zu meiner Mutter schicken. Weil ich hatte auch bei der Mickey ein bisschen Angst, dass da Zollgebühren anfallen. Aber kann schon mal sagen, nein, ich hatte keine Zollgebühren. Also es war, gibt es viermal im Jahr diese Zeitschrift. Die ist natürlich auf Englisch und da gibt es viele verschiedene Informationen. Hier seht ihr auch nochmal alles zu der D23-Membership. Die verschiedenen Karten. Kann ich euch mal kurz zeigen. Erkennt man das? Spiegelt ein bisschen. Genau, also das, da erfahrt ihr halt zu verschiedenen Filmen und Serien und Attraktionen. Hier hat ja Tron eröffnet in Walt Disney World. Und hier gibt es auch ein ganzes Quantumania. Gibt es hier einen Abschnitt, Guardians of the Music, Tokyo Story, also Tokyo Disney. Viele verschiedene Stories und Themen werden in diesen Zeitschriften behandelt. Und ich finde die einfach auch super schön zu sammeln, weil die Cover sind auch echt schön. Ich habe auch schon die Cover für die Sommer-Edition gesehen, aber es gibt drei verschiedene. Ich bin mal gespannt, welche ich bekomme. Also wie gesagt, in der Membership, die Jahresgebühr, habt ihr viermal die Zeitschrift inklusive. Und ja, jetzt kommen wir zum Highlight. Zur Mickey-Statue. Erstmal muss ich euch die Box zeigen. Wie schön ist denn erstmal schon mal diese Box, wo Mickey drin kam. Also hier steht auch 2023... Goldmember, Collector Set, Disney 100. Und ja, packen wir sie doch mal aus. Erstmal gibt es auch ein Zertifikat.
lag dabei Mickey Leader of the Club, Milestone Statue, starting with a small cartoon studio in 1923, Walt Disney's dream was grown into a rich legacy of the world's most inspiring stories, places and fans over the past century that now call the Walt Disney Company. Bla bla. Ja, okay, muss ich jetzt nicht alles vorlesen. Ihr könnt auch mal gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr euch auch schon angemeldet habt, vor allem wegen der Statue. Da ist sie. Passt sie nicht super zu den Ohren? Sieht sie nicht einfach schön aus? Es ist jetzt kein Metall, also es ist Plastik, also hier auf jeden Fall, es ist Plastik. Der Sockel ist ein bisschen beschwert, es ist auch Plastik, aber er ist schwerer, dass es halt nicht so schnell umkippt. Aber ich finde, wenn man sie so von außen sieht, sieht man nicht, dass es Plastik ist. Und wie gesagt, dieses Membership kostet $100 im Jahr ohne jetzt Versand. Und für $100 kriegt man eine Zeit, 4 Zeitschriften und so eine Figur. Und nee, also da kann ich schon verstehen, dass es aus Plastik ist. Und es sind so viele süße Highlights, das sehe ich gerade erst, habe ich vorher gar nicht gesehen. Mickey hat hier, ich hoffe, das wird man sehen, an seinem Jackett einfach Marvel, Star Wars und das andere müsste Pixar oder Mickey-Hose. Ich weiß nicht, was es ist. Auf jeden Fall, nee, es ist Wall-E und es ist auf jeden Fall Black Panther. Was das dritte ist, weiß ich gar nicht, aber wie schön ist das bitte? Also schaut euch einfach diese Statue an. Ich bin einfach wirklich verliebt. Sie ist so schön. Jetzt spiegelt sich natürlich alles, aber es passt super zu den Ohren. Also echt mega geil. So sieht sie aus. Hinten einfach Disney 100 draufstehen. Und unten habt ihr nochmal die 23 Official Disney Fan Club. Ja, mehr steht da jetzt auch nicht. Unten ist auch nichts. Ja, also die Statue bekommt ihr dann auch, wenn ihr dieses Jahr noch ein Mitglied werdet bei D23. Das Abo könnt ihr natürlich dann verlängern. Man weiß aber noch nicht, was es nächstes Jahr so gibt. Aber ich finde das schon cool. Vor allem, wenn jetzt wirklich mehr Events kommen nach Disneyland Paris. Das wäre richtig cool. Und dafür muss man halt D23-Member sein. Ja, also wie gesagt, schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr euch die Figur jetzt oder ob ihr auch jetzt Member seid wegen der Figur. Weil es ist schon ein Grund, jetzt die Mitgliedschaft abzuschließen. Man weiß jetzt auch nicht, ob es da irgendwie ein Limit gibt, ob die limitiert sind, ob Disney sagt, okay, wir haben jetzt keine Statuen mehr, ihr könnt jetzt keine neuen Mitgliedschaften abschließen. Also wenn ihr wirklich eine wollt, dann wartet und zögert nicht so lang und bestellt euch oder schließt eine Mitgliedschaft bei D23 ab. Ich packe euch natürlich die Infos alle in oder den Link zu der Seite in die Infobox. Und das war einfach jetzt nur, ich habe darüber, über dieses Thema ja ausführlich letztes Jahr gesprochen. Also wenn ihr noch mehr Infos darüber wissen wollt, dann schaut einmal letztes Jahr in das Video. Ich wollte euch immer nur die Statue nochmal zeigen und was jetzt sonst noch in der Mitgliedschaft so enthalten ist. Und einfach diese Disney 100 spezielle Mitgliedschaft, die ja mit neuen Designkarten und so weiter ausgestattet sind, wollte ich euch einfach nochmal in einem separaten Video zeigen. Ja, meine Mickey wird jetzt wieder eingepackt und ich gucke mal, ob ich sie hier schon irgendwo in der Schweiz aufstelle, weil ich finde sie echt schön. Und wie gesagt, zu den Ohren passt sie einfach perfekt. Ja, also wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.